Ich fühle mich jetzt nudelwohl, ja. Servus ihr Lieben, heute machen wir 5 schnelle Rezepte aus Nudeln von gestern. Wer kennt das nicht? Du hast Nudeln gekocht und es sind eigentlich immer zu viele Nudeln. Und am nächsten Tag denkst du dir dann, boah, nochmal das gleiche machen wie gestern, na, irgendwie langweilig und ich will eigentlich nichts Großes machen, sondern nur was ganz easy peasy mäßiges. Und deswegen machen wir heute ganz schnelle 5 Rezepte mit Nudeln von gestern. Wir fangen an mit Nudelfrittata. Dafür braucht ihr Spaghetti, ca. 20 Gramm geriebenen Parmesan, Öl, 2 bis 3 Eier, Salz und Pfeffer. Zuerst schlage ich die Eier in eine Schüssel, verquirle sie. Also je nachdem, wie viele Nudeln ihr habt, müsst ihr eben auch die entsprechende Menge Eier nehmen. Es sollten mehr Eier sein, sodass es nachher auch gut stockt und auch so eine richtige Frittata wird, die man auch gut schneiden kann und so. Aber jetzt in meinem Fall sind 3 Eier perfekt. Jetzt reibe ich den Parmesan dazu. Das ist wirklich ein super easy Rezept, ja, weil jetzt kommen die Nudeln einfach noch zu der Einmischung. Ich entquirle die so ein bisschen. So, jetzt noch pfeffern und salzen. So, dann nochmal alles gut verrühren. Jetzt kommt Öl in eine Pfanne und dann packe ich das da rein. So, jetzt müssen wir ganz kurz warten, bis das von unten angebraten ist. Das sieht hier schon richtig schön braun aus. Jetzt kannst du in den Backofen. Als nächstes machen wir Nudeln von gestern Asia-Style. Da bieten sich besonders längliche Nudeln an, zum Beispiel Fettuccine. Ihr könnt natürlich auch Spaghetti nehmen oder super sind natürlich auch Eiernudeln oder Glasnudeln. Wir nehmen aber jetzt Fettuccine, eine Paprika, 2 Karotten, 2 Esslöffel Sesam, eine halbe Zwiebel, Sojasauce und 3 Esslöffel Öl. So, die Pfanne habe ich jetzt schon heiß gemacht, da gebe ich jetzt Öl dazu. Eigentlich kommt jetzt alles fein geschnibbelt in die Pfanne. Ich fange mit der Zwiebel an, wir brauchen ja nur eine Hälfte. Also schäle ich sie erstmal, halbiere sie und dann schneide ich sie in Streifen. Die Karotten schäle ich jetzt als nächstes und dann halbiere ich die und drittel sie nochmal und schneide sie auch in dünne Stifte. Die Karotten brauchen am längsten, deswegen gebe ich die jetzt schon mal in die Pfanne. Mit der Paprika mache ich jetzt genau das gleiche, also auch einfach in feine Stifte schneiden. Dazu halbiere ich sie und hole die Kerne raus. Das mache ich am liebsten mit einem Löffel und dann kann es losgehen. Übrigens, kleiner Tipp, ganz spannende Geschichte. Wenn ihr euch den Boden der Paprika anguckt und das sind 3 Ecken, dann ist sie männlich und wenn es 4 ist, dann ist sie weiblich und dann ist sie ein bisschen süßer. Also es bietet sich halt sehr an für Salat zum Beispiel. Wenn sie männlich ist, bietet es sich mehr an für Nudelgerichte zum Beispiel. Perfekt, die Karotten sind soweit. Jetzt kann ich die Zwiebel und die Paprika dazugeben. Es ist übrigens wirklich ein super gutes Resteessen. Also ihr könnt eigentlich jedes Gemüse nehmen, das ihr zu Hause habt, was sich auch gut anbieten würde. Das sind natürlich Sprossen, Zuckerschoten, Champignons oder Pilze generell. So, mal probieren. Ein bisschen möchte ich noch warten und dann lösche ich gleich mit Sojasauce ab und gebe die Nudeln dazu. Oh, ich liebe das. Das ist dann noch garnieren mit Sesam und fertig. Jetzt machen wir Salatesse-Nudeln von gestern und zwar mit Spirelli, 300 Gramm Naturjoghurt, 2 Esslöffel Petersilie, 5 Cherrytomaten, 100 Gramm TK-Erbsen, 3 Stück Cornichons und das Wasser dazu, Salz und Pfeffer. Wir machen zuerst die Marinade oder die Vinaigrette. Dazu hacke ich erstmal die Petersilie. Ich rolle die so ein und dann hacke ich die einfach von allen Seiten. Zuerst gebe ich die gehackte Petersilie jetzt in die Schüssel. Jetzt brauchen wir die Cornichons, die hacke ich auch fein. Die Cornichons kommen auch in die Schüssel. Dann gebe ich noch das Naturjoghurt dazu. Jetzt kann ich noch mit Pfeffer und Salz abschmecken. Da kann schon was rein, da kann schon was rein. So, und vom Salz auch. Und jetzt könnt ihr zum Abschmecken auch noch das Gurkenwasser nehmen. Das sollen so 1 bis 2 Esslöffel sollten es sein. Tada! Ja, das müsste passen. Supi! Jetzt müssen noch die Tomaten geviertelt werden, würde ich sagen. Und dann gebe ich die auch in die Schüssel. So, alles wieder verrühren. Dann brauchen wir noch die Erbsen, die gebe ich noch dazu. Und die Nudeln. Dann verrühre ich alles, schmeckt nochmal mit Salz und Pfeffer ab. So, los Nudlos. Ein bisschen ziehen sollte er noch, so 20 bis 30 Minuten. Toll, oder? Ohlala. Zum Anbeißen. Jetzt machen wir was Süßes und zwar Milchnudeln. Und dazu nehme ich Buchstabennudeln von gestern. Ein Glas Kirschen, 40 Gramm Zucker, 200 Milliliter Milch, Speisestärke und 1 Teelöffel Zimt. Zuerst bringe ich die Milch in einen Topf zum Kochen.
Die Milch dicken wir jetzt an, und zwar mit Speisestärke. Ich nehme so ungefähr 2 gestrichene Teelöffel, vielleicht einen vollen. Während die Milch andickt, gebe ich in einen extra Topf die Kirschen mit dem Saft und dicke die auch gleich an. So. Zack. Und zu den Kirschen gebe ich jetzt auch ungefähr 2 Teelöffel Speisestärke. Ja. So, jetzt gebe ich die Nudeln mal zur Milch und lasse die mit andicken. Wow, klatsch! Ah, jetzt checke ich das auch, weil das sieht jetzt wirklich fast ein bisschen aus wie Milchreis, weil das ja so kleine Nudeln sind, ne? Jetzt gebe ich zu den Milchnudeln noch Zucker. Und zu den Kirschen gebe ich jetzt noch einen halben Teelöffel Zimt. Oh, das duftet gut. So, jetzt kann ich das schon anrichten. Ich gebe die Kirschen unten hin, auf den Boden. Und darüber kommen dann die Milchnudeln, weil die Flüssigkeit kann dann sich unten absetzen und sich dann besser vermengen mit den Kirschen. Oh, wow. Als nächstes machen wir was richtig Geiles, und zwar Muffins. Wir nehmen dafür Macaronis, ihr könnt natürlich auch Spaghetti nehmen. Und dann braucht ihr noch 40 Gramm Parmesan, eine Packung Bacon, 2 Eier und Salz und Pfeffer. Es ist sehr ähnlich wie die Frittata. Ich schlage also 2 Eier in eine Schüssel und verquirle sie. Dann gebe ich jetzt noch Pfeffer und Salz da rein. Boah, geht schon ordentlich, ne? So. Wie bei der Frittata reibe ich da jetzt auch den Parmesan rein, aber ich nehme nur die Hälfte, weil der andere Teil kommt dann nachher oben drüber, damit er im Ofen so richtig schön überbacken kann. Jetzt können die Macaroni auch schon zum Ei. Jetzt kommt der Bacon ins Spiel. Den brauchen wir jetzt in der Muffinform, und zwar lege ich ihn am Rand entlang. Da der Bacon ja schon fett genug ist, brauchen wir kein Fett. Ich schaue, dass ich den Bacon so ein bisschen über den Rand ziehe, weil der wird ja auch ein bisschen eingehen. Und sonst zieht er sich vielleicht zu weit runter. Jetzt gebe ich noch die Nudeln in die Mitte, und ich mache es relativ voll, weil es wird ja nicht mehr aufgehen. Also das Ei vielleicht ein kleines bisschen, aber ganz wenig. Wir haben jetzt ja noch den restlichen Parmesan, und den reibe ich jetzt auch nochmal oben drüber. Jetzt dürfen die Muffins in den Backofen für ca. 20 Minuten bei 175 Grad. Endlich probieren! Okay, ich fange mal hier an. So stelle ich mir Nudeln Asia-Style vor. Geil. So, jetzt mal die Muffins. Da bin ich mega gespannt drauf. Knusprig, käsig, geil. Kann man super gut ins Büro oder in die Schule mitnehmen. Jetzt die Frittata. Eigentlich ist es ja nur noch mit Ei und Käse, aber es ist ein völlig neues Gericht plötzlich. Richtig gut. Jetzt noch der Salat. Von allen bisher, glaube ich, ist der Salat sogar mein Favorit, weil der richtig schön frisch ist. Also, richtig gut. Jetzt noch die Milchnudeln. Mal schauen, ob es mir schmeckt. Ja, man kann es machen. Meins ist es trotzdem nicht. Also meine absoluten Favorites sind die Nudeln Asia-Style und der Salat, aber ich kann euch alles empfehlen. Probiert es aus, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches der Gerichte euer Favorit ist. Jetzt könnt ihr direkt auf eines dieser Videos klicken. Dann sehen wir uns da gleich wieder. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder, wenn ihr hier auf Abonnieren klickt. Es kostet nichts und ich verspreche euch, es wird sehr lecker. Also, einfach kurz klicken und dann sehen wir uns da. Bussi, baba!